Meine Vision von Prävention in der Zukunft in der digitalen Welt ist, dass sich alle Akteure bundesweit vernetzen, kooperieren, was leider derzeit noch nicht stattfindet. Aber dadurch könnten wir ganz tolle Synergieeffekte schaffen, voneinander lernen und es gibt genug Betätigungsfeld für alle. Da wird niemand irgendjemand etwas wegnehmen, aber den Eindruck habe ich derzeit, dass das schon mal einer Kooperation im Wege stehen kann. Dann ist eine weitere Vision, dass mehr Gelder für Prävention bereitgestellt werden, weil nach höheren Strafen, schärferen Gesetzen zu verlangen, ist aus meiner Sicht nicht zielführend, weil dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Von daher wäre mehr Geld für Prävention durchaus wichtig. Ideal wäre es auch, Schulungsmaterialien, Präventionskonzepte als OER, also Open Education Resource, zur Verfügung zu stellen, dass alle bundesweit davon einen Nutzen ziehen können und auch diese Schaffung dieser Materialien, die Bereitstellung eben durch staatliche Gelder abzusichern. Und schließlich, was mir ganz wichtig ist, Cybermobbing zum Beispiel überträgt sich natürlich auch in die Klassenatmosphäre. Auch wenn es am Digitalen stattfindet, es überträgt sich in die Klasse. Und da sind aus meiner Sicht heute die Schulsozialarbeiter und auch in der Zukunft natürlich ganz, ganz wichtig. Und ich wünsche mir, dass Schulsozialarbeit eine feste Größe in Schule wird, als solche auch anerkannt wird, respektiert wird und eben auch finanziell abgesichert wird und nicht an ESF-Mittel geknüpft bleibt und somit im Grunde eine stabile Säule in Schule wird. Mir macht auch große Sorge eine aktuelle Entwicklung, dass in Klassen-WhatsApp-Gruppen von der 5., 6. Klasse bis rauf in die 11., 12. Hakenkreuze, Hitlergrußabbildung geteilt werden, willst du Spaß, brauchst du Gas, Bilder von Anne Frank, über denen zum Beispiel steht Lolokaust. Diese Abbildung, diese Sticker werden geteilt, 100-fach. Schüler denken, es ist ein Spaß, es ist aber ein Straftatbestand, solche Inhalte zu teilen. Und Eltern wissen nicht, dass Kinder so etwas heute teilen und können dementsprechend auch gar nicht darauf reagieren. Und deswegen müssen wir auch hier aufklären, sensibilisieren, die Straftatbestände eben vermitteln.